Privet! Ich habe mir kürzlich einige Produkte von meiner Skincare-Wishlist gegönnt. Falls ihr sehen möchtet, was sonst noch auf meiner Hautpflege-Wunschliste steht, ich verlinke euch das entsprechende Video oben in dem i und unten in der Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Drei Skincare-Produkte habe ich mir zugelegt und die werde ich jetzt versuchen mit alten Favoriten zu kombinieren und ja, auch so ein bisschen mein Make-up machen. Also, falls euch das interessiert und falls ihr auch das letzte Haul Mix und Match-Video sehen möchtet, packe ich euch selbstverständlich alles in die Infobox und dann legen wir los. So, ich habe mir mal fix die Haare nach hinten gebunden, damit mich das Ganze nicht stört. Und dann legen wir auch gleich mal los mit dem ersten Produkt, das ich mir zugelegt habe. Und zwar ist das der Beauty of Joseon Bubble Toner Green Plum Plus AHA. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesengroßer Fan von Tonern bin. Ich habe euch ja auch in meiner Sommer-Skincare-Routine dieses Toner-Layering gezeigt, was ich vor allem im Sommer sehr, sehr gerne betreibe. Und das hier hat mich einfach sofort gecatcht, als ich gesehen habe, dass das gelauncht wird. Und zwar ist das ein Toner, der mit so einem Pumpmechanismus daherkommt. Kennt ihr vielleicht von den Reinigungsschäumen? Und da kommt ja dann einfach als Schaum raus. Und ich finde das sowas von cool und sowas von eine geile Idee, dass ich mir den unbedingt zulegen musste. Leider muss ich dazu sagen, dass da Honigextrakt enthalten ist. Das habe ich in der Inzi-Liste komplett übersehen. Also falls ihr darauf achten solltet, eigentlich versuche ich da auch so ein bisschen drauf zu achten, dass möglichst keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten sind. In dem Fall ist Honigextrakt drin. Aber ansonsten sind da auch keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, keinerlei Parfümierung. Das Produkt riecht auch nach nichts. Und es kommt einfach wie Schaum raus. Passt auf. Ich musste das natürlich auch schon benutzen. Schaut euch das mal an. Das ist so eine coole Idee. Und das trage ich jetzt auf mein Gesicht auf. Da ist, wie es auf Medi-Cat auch draufsteht, eine AHA enthalten, also eine Alpha-Hydroxysäure, in dem Fall Glykolsäure. Und zwar 3% davon, das ist jetzt keine allzu hohe Konzentration. Trotzdem, aufgrund der Tatsache, dass dieser Toner auch recht sauer eingestellt ist, ich glaube, der pH-Wert liegt hier bei circa 3, irgendwas, 3,2, wenn ich mich nicht täusche, müsst ihr einfach schauen, ob ihr damit zurechtkommt. Ich persönlich habe bisher keine schlechten Erfahrungen mit dem Toner gemacht. Der bitzelt jetzt auch nicht zu extrem auf der Haut, aber da hier eben auch diese Glykolsäure enthalten ist, die natürlich hilfreich bei Pigmentflecken sein kann und die auch in dem Fall peelend wirken kann und auch feuchtigkeitsbindend wirken kann, müsst ihr selbstverständlich auch auf entsprechenden UV-Schutz achten. Natürlich vor allem wegen dem peelenden Effekt. Aufgetragen fühlt sich dieser Toner auch wunderbar leicht und wässrig an. Ich spüre ihn jetzt auch nicht übermäßig auf der Haut und finde ihn jetzt auch nicht klebrig oder sowas. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmes Produkt. Habe ich ja schon ein paar Mal ausprobiert, weil ich so dermaßen neugierig darauf war. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Toner. Und da habe ich mir diese Vegan Kombucha Tea Essence zugelegt, weil ich die einfach optisch so ansprechend fand, dass ich da nicht widerstehen konnte. Und die habe ich noch nicht ausprobiert. Deswegen kommt jetzt die Überraschung. Oh mein Gott! Guckt doch nur, wie wunderschön die aussieht. Wow, das ist wie eine Lavalampe in einer Glasflasche. Wow, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine wunderschöne Essenz zu Gesicht bekommen habe. Das ist wahrlich Kunst und ich freue mich riesig darauf, die jetzt auf mein Gesicht aufzutragen. Ich mache die mal fix auf. Hier ist auch so ein kleines Dingsi, ein Hygienesiegel. Okay. Riecht jetzt nach nichts, ist auch komplett unparfümiert. Und jetzt schüttel ich das mal, damit sich die beiden Phasen hier drinnen verbinden, weil es eine wässrige und auch eine ölige Phase gibt. Und dann wird das so milchig. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Und dann packe ich mir was davon auf die Hand. Okay, das ist relativ flüssig.
Riecht sehr angenehm. Also es hat so einen ganz, ganz dezenten, cremigen Geruch und oh. Oh wow. Das fühlt sich ja Hammer an. Ich kann das gerade ganz schwer beschreiben. Es fühlt sich so richtig schön seidig an. Ganz leicht pflegend. Also es fühlt sich an wie eine ganz, ganz dünne Milch, also man hat dieses leichte Gefühl von Pflege auf der Haut. Also auch wenn ich das so ein bisschen an den Fingern reibe, fühlt sich das Ganze so leicht ölig an, aber nicht zu extrem. Ist das schön, das fühlt sich so, so toll an, aber ohne zu schwer zu sein. Also es ist wie so ein ganz, ganz wässriger Toner mit einem dezenten Pflegeeffekt, aber wirklich nur ganz minimal. Ich glaube, sowas habe ich noch gar nicht ausprobiert. Deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, diese Erfahrung gerade in Worte zu fassen. Aber es ist super, super angenehm. Ich glaube, ich nehme dann doch noch was für die Stirn. Das Einzige, was ich etwas unpraktisch finde, ist diese Flasche. Also da hätte ich mir tatsächlich eine Art Sprühkopf gewünscht, weil hier oben am Hals alles lang tropft und der Toner war jetzt nicht gerade günstig. Das heißt, hier wird sicherlich auch einiges an Produkt verloren gehen, was ich ein bisschen schade finde. Nichtsdestotrotz wahnsinnig angenehm und alter Falter, fühlt sich das schön auf der Haut an. Und das letzte Skincare-Produkt, das ich mir von meiner Wunschliste gegönnt habe, ist die Benten Airfit UV Defense Sun Cream. Da wollten ja auch einige unter euch, dass ich diese teste und die mit meinen anderen Sonnencremes, also meinen Alltags-Sonnencremes vergleiche. Deshalb hat es auch ganz gut gepasst, dass ich die mir jetzt zugelegt habe. Die ist von der UV-Filter-Kombi wirklich, wirklich nice. Also wir haben hier unter anderem DHHB, ein großartiger UVA-Filter. Das ist auch noch Niacinamid enthalten. Das kann feuchtigkeitsbindend wirken und Entzündungen vorbeugen. Dann ist auch noch Tinosorb-M drin. Auch ein großartiger Breitband-UV-Filter. Aber hier ist eben auch noch Rosmarinöl drin. Und da bin ich mal gespannt, wie intensiv der Geruch ausfallen wird und ob ich diese Sonnencreme vertragen werde. Es sind auch noch übrigens die Bestandteile vom Tigergras enthalten. Und die können auch beruhigend auf die Haut wirken. Also an sich ist die von der Formulierung gar nicht mal so verkehrt. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, ob das Rosmarinöl da sehr durchkommen wird. Und wie immer werde ich mir erstmal 1 Gramm von dieser Sonnencreme abwiegen, um die Menge halbwegs einschätzen zu können. Oh, that's intense. Also, oh, heiliges Kanonenrohr. Ja, die riecht schon sehr, sehr intensiv nach Rosmarinöl. Na, mal schauen, wie meine Haut damit zurechtkommt. So, ich habe mir jetzt mal 1 Gramm von der Sonnencreme abgewogen, weil das die Menge ist, die man fürs Gesicht benötigt, um den deklarierten Schutz zu erreichen. In diesem Fall SPF 50 plus und PA plus 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 plus, also 4-mal plus. Das heißt, hier liegt der UVA-Schutz bei mindestens 16. Und das trage ich jetzt mal auf. Und hoffe mal, dass meine Haut damit zurechtkommt, weil die schon ziemlich krass nach Rosmarin riecht. Also nichts gegen Rosmarin. Bin ich großer Fan von. Vor allem im Zusammenspiel mit Kartoffeln. Aber in meiner Hautpflege brauche ich das nicht unbedingt. Oh wow, die ist aber auch echt sau angenehm. Tja,
Die fühlt sich hammermäßig an. Also so richtig schön wässrig, leicht, allerdings nach dem Antrocknen dezent pflegend. So sieht das Ganze jetzt aufgetragen aus. Die Sonnencreme hinterlässt zumindest bei mir auch keinen weißen Schleier auf der Haut. Das Ganze fühlt sich super angenehm an, nicht zu gepflegt, nicht too much. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, zu viel auf der Haut drauf zu haben und fühle mich einfach nur wohl, weil das für mich persönlich im Sommer richtig gut funktioniert. Diese sehr leichten Texturen mit einem Ticken Pflege drin, finde ich super, super angenehm, vor allem für meine trockene Haut. Und ja, werde jetzt mein Make-up machen. Da habe ich jetzt keine neuen Produkte am Start und würde einfach zu den Sachen greifen, die ich da habe. Das hier ist die Richtung, in die es gehen soll. Und jetzt versuche ich das Ganze mal auf das andere Auge zu übertragen und werde dafür die Heller Palette von Odin's Eye und Angelica benutzen. Gut, dann versuchen wir das Ganze jetzt mal auf das andere Auge zu übertragen. Hoffentlich halbwegs ähnlich. Und ich gehe als allererstes in Ouroboros. Falls ich den Namen falsch aussprechen sollte, dann tut es mir sehr, sehr leid. Eyeshadow Base habe ich schon drauf. Und zwar ist es wie so oft die P. Louise Eyeshadow Base. Und dann ziehe ich mir hier so einen kleinen Wing. So. Und dann führe ich den hier so ein bisschen weiter und fülle den aus. Muss jetzt auch nicht allzu perfekt sein, weil ich das Ganze dann auch ein bisschen ausblenden werde. Aber dass wir so eine Art Skizze haben, wisst ihr, wie ich meine? Okay, das wäre jetzt der Anfang und dann greife ich mir, wo ist der Pinsel? So einen etwas kleineren Pinsel und gehe in Venom. Und das werde ich jetzt mal voll sprühen, weil ich hier vorhin übelstes Fallout hatte. Ich nehme einfach mein Gesichtswasser dafür. So. Und damit gehe ich jetzt hier oben lang. Also wirklich nur so ein bisschen in der Mitte des Lids, weil wir dann ganz vorne noch einen anderen Schimmerton benutzen werden. Und für ganz vorne werde ich den Fluorescence-Ton nehmen. Und den packe ich mir einfach hier hin. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze so ein bisschen ineinander zu blenden. So, und dann nehme ich mir nochmal den kleinen Pinsel und gehe in dieses wunderschöne Dunkelgrün, was ich im äußersten Winkel benutzt habe. Und ziehe mir hier wie eine Art Lidstrich. Okay. Dann greife ich mir so einen kleinen Blendepinsel und gehe in Moss. Und damit gehe ich hier so ein bisschen über die Kanten, um das leicht zu verblenden. Bevor wir zum unteren Wimpernkranz kommen, trage ich noch Fix Concealer auf. Das hier ist der von Catrice. Den versuche ich einfach mal nach und nach aufzubrauchen. Aber ich glaube, ich werde mir den nicht nachkaufen. Die Parfümierung stört mich doch etwas, auch wenn ich den gar nicht mal so verkehrt finde. Und für den unteren Wimpernkranz gehe ich als nächstes in Heller.
und packe mir das erstmal so ein bisschen hier hin. Und als nächstes gehe ich in Goddess und hier muss ich erstmal ein kleines bisschen präziser arbeiten, weil ich mir hier wie so eine Linie unter dem Lidstrich ziehe. So ungefähr. Und den Rest hier verblende ich mit dem hellen Pink. Und dann kommen wir jetzt zu dieser weißen Linie. Und die habe ich einfach mit einem weißen Kajal gezogen. In diesem Fall ist das einer von Catrice. Und mit dem gehe ich jetzt erstmal in diese Lücke, die ich hier kreiert habe. Und dann hier rein und in die Wasserlinie. Hier vorne habe ich dann auch noch ein kleines bisschen Hellfire benutzt. Das ist definitiv eher so ein Topper. Aber über Heller sieht er einfach nur wunderschön aus. Und im Innenwinkel habe ich dann Rebirth verwendet. So sieht das fertige Augen-Make-up aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wimperntusche verwendet und natürlich Fake Lashes aufgeklebt, wie man offensichtlich erkennen kann. Ich würde jetzt selbstverständlich auch noch meinen Teint fertig machen und werde heute mal zu der Dose of Colors Meet Your Hue Foundation greifen. Die muss ich allerdings mischen, weil mir die Farbe 103 Fair jetzt aktuell ein kleines bisschen zu hell ist. Und ich durch das Mischen einfach eine ganz gute Sommerfarbe hinbekomme. Ich nehme mir so einen halben Pump von der Farbe Fair und dann gebe ich noch ein bisschen Light dazu. Das ist die Nummer 108. So, und dann mische ich das einfach auf meinem Handrücken. Und gebe das aufs Gesicht. So. Die benutze ich immer, wenn ich ein kleines bisschen mehr Deckkraft benötige, vor allem wenn ich dann solche eher intensiven Looks schminke. Ich habe hier während meines Zyklus einen übelst krassen unterirdischen Pickel bekommen und jetzt bin ich schon seit Tagen dabei, den zu pflegen und zu hegen. Also halt in die Richtung, dass er endlich mal verschwindet. Aber die Acelainsäure, die tut hier schon richtig gut ihre Arbeit, muss ich sagen. Also jeden Tag wird es ein kleines bisschen besser. Was nehme ich jetzt für meine Lippen? Ich würde dann auch dementsprechend meinen Blush und meinen Bronzer und meinen Highlighter abstimmen. Ich bin noch ein bisschen am struggeln, ob ich einen Liquid Lipstick verwende oder ob ich einfach meine Lippenstift, Lip Liner, Lip Gloss Kombi benutze. Ich glaube, ich werde einfach Zweiteres tun, weil ich gerade so richtig Bock auf ein bisschen Gloss auf den Lippen habe. Und da werde ich as always einen Lip Liner verwenden. Das ist der von Catrice in der Farbe. Was steht die Farbe? Ach hier, auf der Kappe. Cheers to Life. Ich hoffe, der passt dann auch ganz gut zu dem Lippenstift. Ja, ich glaube, der ist super.
Lip Liner ist drauf und jetzt kommt natürlich noch der Lippenstift. Da nehme ich auch einen von Catrice und zwar ist das der Vegan Collagen Matte Lipstick, wie soll es auch sein, in der Farbe 60. Und damit fülle ich mir jetzt einfach hier das Ganze auf und ein bisschen Gloss in die Lippenmitte. Das ist der von Fenty in der Farbe Fussy. Jetzt ist das Blush dran und da würde ich wie so oft zu meiner RCMA Cream Blush Palette greifen, die ich großartig finde und die auch schon komplett abgenutzt aussieht, weil ich sie so oft benutze. Und ich mache das auch tatsächlich immer so, dass ich meinen Blush an den Lippenstift anpasse und meinen Bronzer dann an das komplette Erscheinungsbild meines Make-ups. Aber dazu sage ich dann gleich nochmal was. Ich gehe hier einfach mal in diesen pinken Ton. Gebe mir das mit dem Pinsel aufs Gesicht. Beim Bronzer würde ich heute zu meinem Hurrah Cream Bronzer greifen, weil der eher so einen rötlicheren, wärmeren Unterton hat und ich das Gefühl habe, dass das zu diesem Make-up richtig gut passen wird, weil einfach auch die Grüntöne und die Pinktöne relativ warm sind. Und da nehme ich mir dann diesen Pinsel von Ebeline hier und packe mir den einfach so ein bisschen auf die Stirn. Und ich gehe dann auch noch mal ganz bewusst in mein Blush mit dem Bronzer rein, um beide Stellen so ein bisschen miteinander zu verbinden und ineinander zu blenden, damit einfach hier dazwischen keine komische Lücke entsteht. Das ist der fertige Look und ich muss sagen, dass ich wahnsinnig happy bin mit dem Ergebnis und es macht mich auch extrem glücklich, in den Spiegel zu schauen und diese wunderschönen Grün- und Pinktöne zu sehen. Werde ich definitiv nochmal nachschminken. Und was meine First Impressions zu den neuen Skincare-Produkten angeht, würde ich sagen, dass ich, was die Performance betrifft, durchweg zufrieden bin. Ich muss natürlich definitiv noch diese Sonnencreme von Benten etwas länger testen, weil ich mir unschlüssig bin, was das Rosmarinöl angeht, weil die schon arg nach Rosmarin riecht und ich mir einfach auch unsicher bin, inwiefern das meine Haut auf Dauer verträgt. Aber schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr eine einzelne Review dazu haben möchtet oder lieber ein Sonnencreme-Battle und mit welcher Sonnencreme ich diese dann vergleichen soll. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren und ich würde mich auch wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.